Sport, Spiel und Spaß rund ums Kloster. Mehr als 600 Kinder aus dem Emsland und der Grafschaft erleben am Kloster Frenswegen in Nordhorn den Konfirmandentag. Einmal im Jahr organisiert die evangelisch-lutherische Kirche in den zwei Landkreisen diesen Tag. Mit dabei sind als Teamer auch viele ehemalige Konfirmanden. Wir kommen jetzt aus der Gustav-Adolf-Kirche in Meppen und hier ist ein Konfirmandentag von der evangelischen Jugend. Und ja. Was ist für euch das Besondere hier am Konfirmandentag? Dass so alle von den ganzen verschiedenen Kirchenkreisen zusammenkommen halt und man die Leute mal wieder trifft. Und es hat irgendwie schon so ein Gefühl von Gemeinschaft, wenn man sich vielleicht erst zwei oder dreimal gesehen hat. Und die Gemeinschaft wollen die Organisatoren erlebbar machen. Der Mix aus Spielangeboten und religiösen Inhalten kommt bei den Schülern an. Das Geheimnis ist, glaube ich, dass es anders ist als Kirche, wie sie sonst häufig erlebt wird, so in den Erwachsenengruppen und Kreisen oder sonntäglichen Gottesdiensten. Das ist etwas, wo die selber mitgestalten können, wo die Ideen einbringen können, wo die gefragt werden. An der Andacht im Klosterinnenhof nimmt auch das regionale Oberhaupt der Lutheraner, Landessuperintendent Detlef Klar, teil. Ich freue mich, dass ich bei euch bin, hier sein kann und soll ich mal ganz ehrlich sein, ich bin ganz happy, dass es nicht regnet. Der Konfitag steht unter dem Motto Gott sei Dank. Was dieser oft dahergesagte Spruch bedeuten könnte, das haben die Konfirmanden an diesem Tag besprochen. Danke sagen macht glücklich, ist die Botschaft des Landessuperintendenten. Ich glaube, es ist immer schlecht zu sagen, du musst Danke sagen, aber wenn man überlegt, fallen einem Dinge ein, wo man sagt, dafür bin ich einfach tief dankbar. Ich glaube, die Erfahrung macht jeder und die machen die Jugendlichen auch. Ich habe ja Beispiele gebracht für junge Menschen, wo man mal das Gefühl entwickeln kann, Mensch, ja, dafür bin ich eigentlich auch dankbar in meinem Leben. Dass ich eine Familie habe, dass ich Menschen habe, die mich mögen, dass ich was zu essen habe und dass ich im Frieden leben kann. Mit dieser Botschaft und zahlreichen Eindrücken endet der Tag für die Konfirmanden aus der Region. Also es war auf jeden Fall sehr aufregend, weil es ja hier so viele Sachen gibt, die man entdecken kann. Auch im kommenden Jahr plant die evangelisch-lutherische Kirche den Konfitag im Kloster Frenswegen. Das wäre dann der insgesamt 12.